Ende der 70er Jahre war ein eigener Computer noch unerschwinglicher Luxus für Professor Dr. Jens Kirchhoff. Für sein Maschinenbaustudium in Braunschweig lieh er sich stundenweise einen Computer aus und selbst das war für ihn sehr teuer. Seit 1995 lehrt der heutige HWK-Professor an der Göttinger Fakultät Naturwissenschaften und Technik im Studiengang Präzisionsmaschinenbau. Seitdem finden ausgemusterte Computer und technisches Zubehör bei ihm ein neues Zuhause. Eigentlich hatte ich im Hintergrund schon als Schüler mal etwas mit Computern zu tun zu haben und war eigentlich ziemlich begeistert von dieser Technik. Und da ist eigentlich schon der Virus geboren. Von seiner Sammelleidenschaft profitiert auch die Lehre. Denn Kirchhoff nimmt immer wieder gerne alte Technologien und Speichersysteme aus seinem Fundus mit in seine Vorlesungen, um die Entwicklung der Technik zu demonstrieren. Eine Einteilung in Felder oder in Sätze, in Datensätze, ist nur denkbar, wenn man eine Lochkarte versteht, weil eine Lochkarte einen Datensatz herstellt und zum Beispiel eben 80 Zeichen die 80 Zeichen der Lochkarte sind. Das heißt, ohne die entsprechenden historischen Hintergründe kann man bestimmte Dinge nicht verstehen. Und die ganze Organisation, die Datenorganisation der Festplatte, entsprechen in gewisser Weise denen der Lochkarten und der Bänder. In seiner ZIM-Vorlesung, auf Deutsch Computerintegrierte Produktion, stellt er Netzwerktechniken und Datenbanken vor. Die Studierenden staunen immer wieder über die hohen Preise, die geringe Leistungsfähigkeit und die Größe der Festplatten und Disketten. Wir haben immer noch die Rechnerarchitektur der 80er Jahre letztendlich. Ja, da hat sich kaum etwas geändert. Wir haben inzwischen 7 Kerne am Prozessor, aber Prozessor ist Prozessor. Wir haben immer noch den Bus, ja, jetzt entsprechend mit größerer Schnelligkeit, aber die Grundstruktur ist gleich geblieben. Sein Büro ist seit seinem Berufsantritt an der HWK auch immer wieder ein Sammel- und Fundort für alte Technologien. Gut, ich hatte im Büro einige Rechenmaschinen, Rechenschieber und einen oder anderen kleinen Computer, VC20, stehen und das war dann so ein bisschen ja, wie Camping. Das heißt also, man saß da so ein bisschen im Job, aber auch so ein bisschen schon im Museum. Inzwischen hat er einen Verein gegründet und einige Computer nach Hollenstedt ausgelagert. Im Computerkabinett können Interessierte auf Zeitreise gehen und an die Wurzeln von Handys, Laptops und PC zurückkehren. Natürlich in Absprache mit Professor Dr. Jens Kirchhoff.